haben, glaube ich, einen neuen Spot. Problem ist hier halt, das sind Häuser. Und wir sind hier das erste Mal und ich hoffe, da pennt auch keiner im LKW oder so. Erstmal ein bisschen aufwärmen, wie der erste Gang. Hier ist eigentlich richtig geil. Schräg. Ja, sobald man eigentlich schräg wird, sollte man aufhören, weil sonst kommt man vielleicht schräg auf. Und ja, Leute, ich weiß, es tut der Gabel nicht gut, wenn man hart aufkommt. Ich versuche es gerade zu meiden. Erstmal wieder an Höhe gewinnen. Ein paar Glasscherben liegen rum, aber die sieht man. Der Spot wäre geil für Finn, dass ich hier Circles üben kann. Lang kann man hier aber nicht bleiben, glaube ich. Oh, da geht ein Ballon unter. Heißluftballon. Okay, hier geht's ein bisschen schräg. Das ist schade. Bisschen außer Übung. Ich sollte eigentlich echt jeden Tag üben, aber ich fahre aber nicht jeden Tag. Schade, dass es wieder in die Richtung schräg ist. Das nervt mich. Nee, die Seite geht auch nicht klar. Warum ist es so? Bei jedem Spot oder bei jeder Straße kann man es immer in eine Richtung nicht und in einer richtig gut. Und ich drehe den Gang nicht aus. Das hat einen guten Grund. Und zwar, gerade bei meiner, ist es schlimm, sobald du in Reso kommst, pumpst sich weg, weil mein Reso ist erstens schon extrem, weil der erst voll oben rum kommt. Und halt echt zuckig und so. Also, ich kann es schlecht erklären. Einfach nicht abgestimmt und passt halt nicht. Das war wieder gebremst, jetzt bin ich langsam am Kippen. Da werde ich wieder schräg. Immer aufhören, wenn ich schräg werde. Lieber aufhören. Wenn hier überhaupt keine Häuser, also vielleicht da drüben die, aber dann wäre es, glaube ich, ein richtig geiles Spot.
Schnappen, so das Alkohol.